Namaste, Namaste, herzlich willkommen, frisch und gut gelaunt wie immer, weil gemäß Roger Köppel gibt es ja keinen Grund für schlechte Laune und wir glauben natürlich unserem journalistischen Guru. Gehorchen versus Widerstand, was können wir tun? Auch da lade ich wieder vorher meinen Disclaimer runter. Ich weiß, es nervt, aber wir haben die Geier des Gesundheitswesens kreisen über uns, gnadenlos hinunterzusteigen. Und wenn wir einen Fehler machen, da muss ich sagen, ich mache auch dieses Video zusammen mit Niklas. Hallo, herzlich willkommen als Privatpersonen und nicht als Praxisvertreter oder juristische Personen und so weiter. Wieder der Hinweis auf die Mobilisierung, den Protestmarsch in der baselländischen Kantonshauptstadt Liestal am Samstag, den 20. März. Das Döni kennt ihr ja, Plakate gibt es nach wie vor bei der Druckerei Bacht in der Infobox unter free-switzerland.ch. Im Doodle eintragen, wie viele das ihr wollt. Das kennen wir und schaut auch, es ist für einen guten Zweck für uns alle. Schaut auch wieder mal im Shop vorbei. Dönis hat mir gesagt, dass auch Amandla Avetu T-Shirts mit eigenen urheberrechtlichen Designs, also nicht irgendetwas aus dem Internet drauf kopiert, demnächst in diesem Theater zu haben sein werden. Nun, Glory Voices, um Himmels Willen, wo habe ich die da in meinem Puff gelagert? Jawohl, da sind sie. Also, was habe ich? Zwei Glory Voices dieses Mal, schreibt mir eine Mutter. Schönen guten Morgen, Herr Kaimi mit K. Sieht auch mal nicht schlecht aus, also ich bin mir vieles gewöhnt. Ich wende mich an Sie, weil ich durch eine sehr gute Freundin von mir aufmerksam gemacht worden bin. Ich bin alleinerziehende Mutter von zwei wundervollen Kindern, 12,5 und 11. Mein Sohn ist Asthmatiker und leider hat unsere Kinderärztin mich nicht unterstützt, meinem Sohn ein Zeugnis zu schreiben für eine Maskendispens. Er leidet unter diesen Maskenpflicht enorm, wie auch meine Tochter. Sie hat, seit das angefangen hat, einen elenden Husten und ist oft so erschöpft mit diesem Zustand. Doch ich möchte für meine Kinder einstehen und dass sie eine Unterstützung kriegen, diese Maske nicht tragen zu müssen. Ich hoffe, dass sie mir unter die Arme greifen und bitte höflichst um eine rasche Rückmeldung. Herzlichen Dank soweit. Das war ein Satz. Die Frau ist also auch eine linguistische Wortkünstlerin, oder? Dann kommt der zweite Satz. Ich würde Sie heute auch noch gerne anrufen, wenn das möglich wäre. Freundliche Grüße, IF. Ja, ich werde mich noch dazu äußern. Es ist sehr schwierig, aber ich muss einfach sagen, wie gesagt, auch trotz oder wegen Bill Gates kann ich mich noch nicht klonen. Wir können einfach nicht noch mehr arbeiten da und wir haben halt einfach First Comes, First Serves. Wir haben unsere Patienten, die schon länger da sind. Und, aber was ich jetzt da als Privatperson auch logisch denkend und nicht verstehe, warum jetzt da die Kinderärztin blockiert. Also wenn es dort nicht hilft, dann würde ich mal ins Kinderspital gehen und vielleicht muss man da auch ein bisschen mal Nachdruck geben, dass man sagt, ja, man geht auch rechtlich gegen solche Umstände vor, aber wir können, meine Frau hat recht, wir können nicht einfach die Welt retten. In diesem Sinne aber danke für die Zuschrift, ich habe ihr das auch genauso geschrieben, was ich jetzt gesagt habe wegen Kinderärztin, Kinderspital und eventuell auch jemand aus der Rechtspflege als Unterstützung beiziehen. Das zweite Glory Voice, die zweite Glory Voice kommt aus den Vereinigten Staaten von Amerika, aus Oregon. Ein Reto schreibt mir: Lieber Herr Kaimi, um Ihre Frage zu beantworten, ich weiß nicht mehr welche, schuld daran sind die Teachers Unions, die Lehrergewerkschaften schreiben das vor, die wollen auch, dass alle Lehrer zuerst geimpft werden. Das ist nun auch mehr oder weniger geschehen, also das weiß ich nicht, das muss in Oregon so sein,
Als nächstes pressen sie, dass alle Schulkinder geimpft werden müssen. Meine Kinder haben in Oregon seit einem Jahr kein Klassenzimmer mehr gesehen und ich bin so wütend. Öffentliche Angestellte sollten nie erlaubt sein, Gewerkschaften zu gründen. Es ist aber leider der Fall hier. Übrigens wussten Sie, dass 15 der Staaten nie eine Maskenpflicht hatte oder Geschäftsschließungen? Nein, wusste ich nicht. Hat mich aber schlau gemacht, offenbar sind es sogar 16. Ich zitiere weiter. Die Fallzahlen sind auch nicht schlimmer dort. Das erste Mal in der Geschichte, wo wir uns streiten, ob eine Pandemie wirklich eine Pandemie ist. Wäre es, würde es ja keinen Streit geben. Nun verzeihen Sie mir bitte meine Rechtschreibung. Alles Gute, Reto. Vielen Dank, Reto. Man müsste eigentlich da noch anfügen, dass praktisch alle dieser 16 Staaten einen republikanischen Gouverneur und nicht einen demokratischen haben. Aber wir wissen ja, die Republikaner sind natürlich nicht so verantwortungsbewusst wie die Demokraten. Darum sind sie in diesem Falle auch etwas liberaler unterwegs. Nun, anschließend an die letzte Sendung über den Gehorsam habe ich mir die Frage gestellt, woher kommt der Gehorsam? Und ich bin auf ein interessantes Interview gestoßen. Leider nicht schriftlich, sondern mit einem Film. Und es ist auf Englisch. Und der Interviewte ist der ehemalige Flüchtige. Also er hat die Seiten gewechselt oder ist in den Westen gezogen. Einfach KGB-Mann. Juri Besmenow, und er spricht von vier Punkten, von vier drohenden Punkten, die wirklich in Frage stellen, wie das Katharina Fontana in der letzten Weltwoche geschrieben hat, muss man als steuerzahlender Bürger wirklich jeden Unsinn, den die Regierungen aufpropfen, mitmachen. Die Klimabewegung zeigt anders. Es gibt dort wirklich Urteile, Freisprüche, auch wenn man Fassaden von Gebäuden verschandelt hat, die einem nicht gehören. Aber ich habe das Gefühl, bei dem Hinterfragen gewisser Corona-Maßnahmen werden einfach ganz andere Maßstäbe angelegt, als wenn es um Black Lives Matter oder um Klima geht. Also dieser Juri Besmenow spricht von im Wesentlichen vier Punkten, wie man eigentlich den Gehorsam wirklich einfordert, oder? Erstens ist die Demoralisation einer Gesellschaft. Und bei uns passiert das, ganz ehrlich gesagt, das passiert seit mehr als einem Jahr, oder? Übrigens hochoffiziell seitens der Regierungen mit ihren Gehülfen, ihren Schergen, ihrer prätorianischen schreibenden und filmenden Garde, den Mainstream-Medien. Wir hören praktisch keine Positivität, außer bei den positiven Tests, oder? Eine maßlos in Panik versetzender Angstteppich wird gewoben und ausgerollt, oder? Der einzige Lichtblick wird durch einen grünen Pass. Und da frage ich mich, ist die Farbe wirklich zufällig gewählt? Georgs Antwort ist ganz klar ja. Und eine entsprechende Impfstrategie gewährt. Verängstigte Menschen haben ein kognitives Defizit und werden zu Manipuliermasse. Also man kann mit dieser Dauerbefeuerung von diesen Toten, und das ist ja bis in die Kinder hinunter diffundiert, dieses Papier des deutschen Bundesinnenministeriums, in dem auch stand, Angst ist eine klare Strategie. Die Kinder, die kleinen Kinder, die müssen Angst haben, ihren Oma und ihre Opa, vielleicht sogar ihre nicht ganz jungen Eltern, heute gibt es ja verschiedene Altersklassen, wo man Eltern wird, infizieren und eventuell töten zu können. Man muss sich das einmal vorstellen, oder? Und wenn dieses tibetanische, mantramäßige Befeuern mit Negativen, das hat wie einen hypnotischen Zustand. Und das, vielleicht erinnern sich noch gewisse, die in einem nicht mehr ganz jugendlichen Alter oder nicht Millennials sind. Wir haben tagelang diese Flugzeuge gesehen, die in diese Türme reingeflogen sind. Das waren teilweise endlos Loops. Und das verändert natürlich die Hirnströme. Und dann kann man andere Botschaften draufsetzen, die dann wirklich fast ungefiltert ins Unterbewusstsein reingehen. Und das Unterbewusstsein filtert ja nicht, ob es gut oder schlecht ist, ob es für einen persönlich gut ist oder schlecht ist. Man ist dann in diesem Alpha-Zustand drin, liebe Freunde.
Und da ist man sperrangelweit offen. Und diesen Zustand habt ihr übrigens auch, wenn ihr Fernseh schläft. Also wenn ihr so halb schläft vor dem Fernsehen, dann geht das wirklich einfach ungefiltert rein. Also wenn ihr wirklich diesen absoluten Horrorfilm schauen wollt, die Rückkehr der reitenden Leichen oder was weiß ich, dann seid einfach wach. Und dann merkt ihr, das ist eine Studioproduktion und das ist völlig egal. Wenn es euch Spaß macht, dann guckt es. Ich finde es langweilig, aber egal. Oder schaltet ab, nehmt ein Buch oder geht schlafen. Das Gleiche ist, lasst euch einfach nicht mit einem Radio wecken, wo zuerst die Nachrichten kommen, weil die ersten 5, 6 Meldungen ist einfach nur Müll, nur Schrutt und Gröll. Das geht, ihr seid noch so, das Duvet noch mitten im Gesicht, ihr seid genau in diesem Alpha-Zustand, so halb wach und das ganze, der ganze Müll, der News-Müll geht ungefiltert bei euch rein und so beginnt ihr dann einen Tag und wundert euch, dass ihr, heute bin ich nicht so gut drauf. Also bitte wählt eure Lieblingsmusik zum Aufwachen oder irgendeinen neutralen Ton, weil ihr verpasst nichts. Ihr hört diesen ganzen Schrott mindestens noch 4-mal, 5-mal im Autoradio. Ihr lest das auf irgendwelchen Screens im ÖV drin. Also ihr verpasst nichts, wenn ihr sanft in den Tag rein startet. Der zweite Punkt ist die Destabilisierung einer Gesellschaft. Das gelingt prächtig. Also Juri Besmenow 1985 hatte noch keine Ahnung von Corona, aber es ist 1:1 übertragbar. Oder? Es passiert bestens, es geht ein bewusst gestreuter Spaltpilz durch die Gesellschaft. Was heißt durch die Gesellschaft? Es geht teilweise sogar durch intime Beziehungen, Mann-Frau oder Lebenspartnerschaften, Frau-Frau, Mann-Mann, egal. Durch Familien, aber auch Freundschaften. Ich habe relativ viele Gäste bei uns in der Praxis sagen, ja, meine Freundeszahl hat sich massiv reduziert, oder? Bei mir hat sie sich nicht reduziert, sie hat sich einfach verändert. Die Spreu trennt sich vom Weizen. Die Schuld für die Spaltung wird denn von Regierenden und ihren Vasallen und Mitläufern, natürlich uns Kritikern, uns kritischen Menschen, in die Schuhe gesoben. Und diese werden deshalb geächtet, existenziell und menschlich ruiniert. Dr. Heisler und seine Kollegen, denen das schon geschehen ist, lassen herzlich grüßen. Der dritte Punkt ist das Erzeugen einer Krise. Und da stehen wir, das tönt jetzt vielleicht zynisch, aber da stehen wir wirklich erst am Anfang. Die Insolvenzpflicht beispielsweise in Deutschland, also dort, wo man wirklich sagen muss, ich muss jetzt die Insolvenz meines Betriebes ankündigen, ich muss jetzt irgendwann mal wieder Rechnungen bezahlen oder sagen, ich kann sie nicht mehr bezahlen, die wird ja elegant in einer unglaublichen Salamitaktik immer wieder um ein Viertel oder um ein halbes Jahr hinausgeschoben. Und man sieht da wirklich schlecht Alimentierte, weil die Härtegelder kommen auch nicht. Wo sind die Novembergelder in Deutschland, fragt man sich. In der Schweiz hat es am Anfang geklappt. Wir lassen euch nicht alleine, hat die Pianistin vor Gott dem Herrn, die Simonetta Somma Domina Somma Ruga, erzählt. Ja, am Anfang klappt es, jetzt klappt es auch überhaupt nicht mehr, oder? Die Krise, die ist schon da, aber sie kommt erst. In der Schweiz gehen die ersten Betriebe, Restaurants und Reisebüros und anderes bekannt. Sie geben bekannt, dass sie definitiv und für immer schließen werden. Die große Welle aber, meine lieben Freunde und Feinde, die wird noch folgen. Trotzdem haben schon mehrere Reisebüroinhaber in Deutschland den Freitod gewählt. Und glaubt ja nicht, dass sich das einfach alles von selber bezahlt. Die steuerlich-fiskalen Auswirkungen werden kommen. Sie werden in etwa so subkutan implementiert werden, wie diese faktische Impfpflicht. Am Anfang hieß es, nein, alles freiwillig, jetzt heißt es, ja, jetzt kommt man mit den Tests, wenn man Zug fahren will, braucht es einen Test vom gleichen Tag, wenn man ins Restaurant gehen will, dann braucht es auch einen Test vom gleichen Tag. Ich weiß nicht, wie das genau ist, wenn man zum Beispiel, also in meinem Alter natürlich nicht, aber ich bin ja glücklich verheiratet, aber wenn man jemanden kennenlernt, nicht, wie geht das dann? Also ein Nein ist ein Nein, das kann man alles absolut unter zivilisierten Menschen nachvollziehen, aber heißt es dann,
Ja, bevor wir uns jetzt näher kommen, darf ich mal deinen PCR-Test sehen oder darf ich mal deinen Schnelltest sehen oder darf ich deinen Immunitätsausweis sehen? Also ich merke, ich finde, das erregt mich schon. Nur wenn ich mir selber zuhöre, spüre ich ein gewisses Kribbeln in meinem Unterleib von diesem Anfluten, dieser erotischen Szenerie, dieses erotischen Settings, wenn sich zwei neu aufeinander zugehende Menschen sich treffen. Also ich bin froh, dass dieser Tresentisch hoch genug montiert ist, sonst würde ich ihn jetzt sofort noch aus den Angeln hängen. Nein, lassen wir das. Also das ist grausam. Die Erzeugung der Krise ist nicht abgeschlossen, sie ist in vollem Gange und sie hat die Spitze des Eisberges noch nicht erreicht. Der vierte Punkt, Normalisation. Und das ist interessant, Besmenow spricht von einem schrecklichen Begriff. Ich dachte zuerst, okay, was ist, wenn normal? Gut, the new normal, das ist tatsächlich ein schrecklicher Begriff, die neue Normalität. Er bringt aber einen spannenden Vergleich. Er sagt, ein schrecklich regierungsnaher Begriff, der ausschließlich top-down, also von den Regierenden auf das Plebs oder den Plebs gerichtet ist und mit Demokratie nichts zu tun hat. Und dann, Besmenow, so hat Leonid Brezhnev, der Chef der KPD, der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, 1968, nach dem Einmarsch der Sowjets in der JSSR, Tschechoslowakei, als wieder das Leben normalisiert bezeichnet, nach dem Einmarsch. Bei uns wird sich die Lage wahrscheinlich normalisiert haben, wenn alle geimpft sind. Zur Sicherheit laufen wir aber noch immer mit Maske und Abstand herum. Es ist dann einfach die neue Normalisation, respektive die neue Normalität. Die Regierungen suggerieren jetzt schon ein Leben in Frieden, mit Ausnahme von vereinzelten Lapsus linguae, wie bei Macron, nous sommes en guerre. Und man muss ihm beipflichten. Wir sind im Krieg für die Wiederherstellung basisdemokratischer Werte auf der Grundlage von so etwas Profanem wie der Verfassung oder des Grundgesetzes. Beides werden in vielen Ländern aktuell 2021 mit Füßen getreten. Marxistisch-leninistische und damit totalitäre Werte durchdringen immer mehr das Denken auch vermeintlich westlich-liberaler Gesellschaften. Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Reisefreiheit werden genauso beschnitten wie die Zelle, nein, sogar die DNA liberaler, traditioneller Gesellschaften immer ungeschminkter angegriffen wird. Die Familie inklusive Kindererziehung. Nicht nur soll der Staat immer mehr das diesbezügliche Sagen übernehmen, klassischer Marxismus, nein, auch die Natur der Biologie wird faktisch immer mehr außer Kraft gesetzt. Wenn wir schon Arztstellen wie an der Uni Basel finanzieren, in denen, sagen wir mal, spezielle Psychiater es gut finden, wenn 3- oder 4-Jährige wissen, dass es nebst Himmelblau und Rosarot auch noch anderes gibt, in gewissen, in Anführungszeichen, fortschrittlichen Staaten schon 7- oder 8-Jährige eigenwillig entscheiden können, eine Geschlechtsumwandlung durchzuführen, ohne elterliche Einwilligung. Und wenn man Vater und Mutter in Elter 1 und Elter 2 umbenennt, um Geschlechtsstereotypien zu vermeiden, so Doris Staub bei einer petitiven Eingabe schon 2010 im Bundesrat, sie war von der SP, dann ist das für mich eine Kriegsführung gegen das eigene Volk. Entschuldigung, Volk darf man ja auch nicht sagen, gegen die eigenen Ansteckenden und Nicht-Ansteckenden. So, jetzt ist es, glaube ich, korrekt formuliert. Laut einer repräsentativen Erhebung des renommierten Gallup-Umfrageinstituts gibt in den USA jeder sechster Erwachsene zwischen 18 und 23 an, LGBTIQ zu sein. Die Propaganda verfehlt ihre Wirkung nicht. Offensichtlich gehört es zum guten Ton, nicht heterosexuell zu sein. Und bevor jetzt alle aufstehen und aufrufen, ich habe relativ viele homosexuelle Freunde, auch Freundinnen, oder? Und viele sagen, wir werden da einfach, wie ihr Corona-Kritiker, irgend in eine Schublade gesteckt. Und ganz viele von denen wollen mit diesem Begriff LGBTIQ, also intersexuell und queer,
einfach nichts zu tun haben, oder? Also das geht überhaupt nicht um das, aber wenn man einfach sagt, das Geschlecht Mann und Frau ist nicht ein anatomisch-biologisches Geschlecht, sondern es ist sozialisiert und hintendran eine solche Agenda aufbaut, wie soeben zitiert, dann muss ich sagen, dann hat das meiner Meinung nach nichts mit Toleranz zu tun. Nein, verantwortlich dafür, also jetzt nicht für diese Gender-Geschichte da, ist nicht, sondern generell für die Krise, für die Maßnahmen, ist nicht allein Berset oder auch nicht Angela Merkel oder Sebastian Kurz. Auch die, ob man es glaubt oder nicht, die hängen nur an den Fäden von Puppet Masters, eines weltweiten Plans zur Errichtung einer pseudosozialistischen, transhumanen Techno-Oligokratie unter dem Organigramm einer New World Order, einer NWO. Einen Begriff, der bereits George Bush Senior in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts gebraucht hat. Da ist sogar YouTube, findet man jene Videos mit Statements, mit Interviews, mit Ansprachen, mit Reden von George Bush Senior. Man kann mich für diese Verschwörungstheorie jetzt, die ich hier verbreite, es ist mir mittlerweile egal, denn wer jetzt kritisieren, der wer jetzt nicht aufwacht, wird nur noch mühsam, äußerst mühsam zu wecken sein. Aber, meine lieben Freunde und Feinde, auch auf der Titanic spielte noch die Band, als bereits die ersten ertrunken oder im kalten Wasser des Nordatlantiks erfroren waren. Die Hoffnung aber starb, bevor alle Rettungsboote gewässert waren. Was können wir aber tun? Ja, Aufklärung. Es ist mühsam, es ist abnutzend, ermüdend, frustrierend, immer wieder das Gleiche zu erzählen. Aber es ist wichtig und Widerstand ist ermüdend. Wir müssen noch mehr werden, zusammenhalten, gerade gegenüber uns auch eine gewisse Toleranz walten lassen. Wir müssen ja nicht alle Freunde werden. Auch wir alle, ich eingeschlossen, machen Fehler, auch kommunikative. Und es ist dann manchmal, liebe Freunde und liebe Freunde, schon frustrierend, wenn man dann gleich liest in den Kommentaren, Gender-Mainstream-Sprache, ich habe deabonniert. Hey, um was geht's? Geht's um meine Klicks? Kann ich mir etwas davon kaufen? Ich zeige euch gerne mal, was man mit YouTube-Videos, die im Mehrfachtausendenbereich angeklickt werden, wie viel Geld man da bekommt. Ich muss mich mit Niklas aber noch absprechen, ob ich das überhaupt zeigen darf oder ob dann unser Gastgeber YouTube etwas dagegen hat. Muss ich noch machen. Noch viele mehr müssen kapieren, dass es die Staaten nicht wirklich gut mit uns meinen. Dass wir die Demokratie sind und nicht die 7 Zipfelmützen in Bern oder die 16+1 Gremlins in der Kanzlerrunde in Berlin. Stellt doch in einem solchen Gespräch, in einem solchen, ich nenne es mal Aufklärungsgespräch, mal die Frage, wann für euer Gegenüber denn eine rote Linie überschritten wäre. Was müsste passieren? Müssen wir auf allen Vieren gehen? Oder müssen schon die Kindergärtnerschüler eine Maske tragen? Oder was ist die persönliche rote Linie eures Gegenüber? Bei mir ist sie längstens überschritten, war sie schon im Frühjahr, und zwar mit etwas, wo ich das erste Mal stutzig wurde. Mit dem offiziellen Obduktionsverbot von Herrn Wieler, dem Leiter des Robert-Koch-Instituts. Da habe ich gedacht, was ist da schlecht, wenn man die Leute seziert, obduziert, Entschuldigung, um zu schauen, ja, was macht jetzt diese Corona-Krankheit in der Lunge? Also ich habe gelernt in der Pathologie von den Toten für die Lebenden, auch wenn ich dieses Fach Pathologie wirklich nicht ausstehen konnte, weil meine Augen brannten von diesem Formaldehyd, wo man diese Menschen konserviert hat, präpariert hat. Oder? Ich habe auch selbst keine Lust mehr, mich auf das gegenseitige, diskursive Terrain zu begeben. Zu viele Fakten liegen mittlerweile auf dem Tisch, um immer noch die Angst und einfach diesen Reflex, dass man den Bundesrat glauben muss, dieses pathologische Stockholm-Syndrom, dieses weiter zu alimentieren. Ich habe keine Lust mehr, über Todeszahlen zu reden. Nochmals, und ich zeige es nochmals und zum 100. Mal, oder wir haben keine Übersterblichkeit gehabt in der Schweiz im 2020. Wir haben von den Neugeborenen bis zu den 69-Jährigen haben wir in 4 Kategorien das beste Jahr, also am wenigsten Tote gehabt von den letzten 11 Jahren. Und bei den
70 bis 79-Jährigen waren 4 Jahre schlechter, bei den 80 bis 89-Jährigen waren 6 Jahre schlechter und bei den über 90-Jährigen waren 4 Jahre schlechter als dieses 2020. Begreift es endlich einmal, oder? Man mag einfach nicht mehr und man muss es trotzdem tun. Zweitens, nebst Aufklärung, der zivile, der friedliche Ungehorsam, den schon Anna Arendt gefordert hat, den Brecht gefordert hat, den auch viele von uns fordern. Die Maske draußen auf dem Fahrrad, alleine in der frühlingsfrischen Luft oder die Maske alleine im Auto. Ich stelle mir immer vor, entweder die sind so vergesslich und steigen ins Auto mit der Maske und haben vergessen, sie auszuziehen oder gar aufs Fahrrad. Oder wie gehirngewaschen müssen solche Menschen sein? Oder mit welchen Ängsten müssen die herumlaufen? Die merken nicht, dass jede Tramschiene für einen Radfahrer viel gefährlicher ist, als auf dem Rad alleine irgendwie dieses Virus oder dieses RNA-Bruchstück einzufangen. Maske beim Einkaufen. Ich bin immer der Einzige, ob ich bei Coop, bei Migros, bei Aldi oder Schmitzmarkt, wo auch immer. Ich bin immer der Einzige, der keine Maske trägt. Ich habe einen Attest. Ich mache das kenntlich, dass ich einen Attest habe. Aber sonst, alle tragen eine Maske immer noch, bei praktisch keinen Zahlen mehr, oder? Spontanes Protestieren, wo ist das? Ja, der FC Basel, die Fans gehen protestieren, wenn ein Spieler da abgesägt wird. Offenbar gibt es einige Valentin Stocker-Fans übrigens bei uns, weil wir hatten noch nie so viele Deabonnierungen, als ich gesagt habe, dass Stocker eine Diva ist und ich eigentlich nicht traurig bin, dass nicht mehr Spielführer ist, Klammer geschlossen. Wieso gehen diese Wirte, die wir so beklagen, seit ich auch, weil aber mehr aus Egoismus als aus Mitleid, das muss ich auch mal sagen, ich möchte einfach wieder mal gerne essen gehen, mit Niklas besprechen, bedient werden, mit meiner Frau, mit Freunden wieder mal essen gehen. Hier in einer Arztpraxis, man arbeitet den ganzen Tag, man dient, oder? Es gibt Telefon, kann ich ein Zeugnis haben für meine Arbeitsunfähigkeit? Ich habe heute angerufen, ich hätte es aber gerne gestern gehabt, oder? Und einfach mal wieder bedient zu werden, das wäre so schön. Aber warum machen diese Wirte nicht? Nehmt doch einen Stuhl, einen Tisch und ein Getränk und setzt euch auf den Marktplatz, auf den Barfüßerplatz, auf den Sechserleuteplatz, auf die Kölner Domplatte, nehmt noch einen Maßstab mit, nehmt 1,5 Meter Abstand, setzt euch dorthin, alle zusammen, 100 Wirte, 200 Wirte. Ich bin sicher, man wird euch nicht wegtragen und man wird euch auch nicht mit Wasserwerfern wegspülen, weil das gibt dann die ganz hässlichen Bilder von einem Regime. Oder? Die Sportstätten, die Fitnessstudio, nehmt von mir aus eine Yogamatte und eine Hantel, hockt euch meditierend mit der Hantel spielend auf diese Yogamatte. 100 von euch, ihr habt ja genug Mitarbeiter, nehmt die, mal schauen, was dann passiert. Friedlich, ihr macht ja nichts kaputt, ihr bezahlt ja Steuern, ihr dürft ja die Alment nutzen. Aber da passiert gar nichts, gar nichts. Die Taxifahrer, macht ein Autokurser, hupt doch mal. Jeden Mittwoch und jeden Freitag zum Beispiel. Wer erinnert sich noch an die Montagskundgebungen in Dresden, in Leipzig? Jeden Montag regelmäßig. Und was ist Geschichte? Natürlich waren es nicht nur die Montagsdemonstrationen, die die Mauer zum Einstürzen gebracht haben. Da gibt es noch andere Dinge dahinter. Aber es war die Symbolik, es war diese Kraft, es war, was man heute nicht mehr sagen und schreien schon gar nicht mehr darf. Wir sind das Volk, wird manchmal auch etwas missbraucht. Drittens, there is no free lunch. Nichts ist umsonst, auch nicht die Demokratie, das haben wir verlernt in der Schweiz. Und ich bin so froh und auch stolz auf das Schweizer Volk, wie die letzten Sonntag abgestimmt haben. Die haben nämlich den Bundesrat, Vatergrat, wie man so schön sagt, eine reingetätscht. Selten haben wir das so gemerkt wie im letzten Jahr, was Demokratie oder eben Antidemokratie, Köppel redet von Diktatur, Magula auch, ja, es ist eine Tyrannei. Nicht? Wenn der Bundesrat, man muss sich das mal vorstellen, wenn der Bundesrat den steuerzahlenden Schweizer Bürgern oder den die Schweizer stolzen Schweizer Preise zahlenden Touristen verbietet,
in ihrer Freizeit in einer Skistation sich auf einen Stuhl zu setzen und sagt, nein, ihr müsst euch auf einen Stein oder in den Schnee hocken. Wie bitte nennt man diese Staatsform? Was ist das? Was ist das, eine reine Bevormundung oder geht das noch etwas weiter? Aber die Kantone, die Restaurateure, die Kantonsregierung, die lassen sich das gefallen. Und wenn das Zünglein an der Waage spielt, wie im Bundesrat und im Nationalrat, wie kürzlich geschehen, dann kippen die meisten Parlamentarier, von uns, Schweizer Volk gewählt, einfach weg. Und es bleibt eine Partei übrig, die noch irgendwie der Fels in der Brandung ist. Engagiert euch, liebe Freunde. Die Freunde der Verfassung, engagiert euch dort, kostet 50 Franken. Das ist eine ernstzunehmende politische Kraft, die hat 2 Referenten Unterschriftensammlungen durchgebracht, bei äußerst mühsamen Bedingungen, als die Bullen, Entschuldigung, die Polizisten, auch noch die Unterschriftensammlung kujonierten, sogar noch die Unterschriftenabgabe, ein hochheiliger Akt in der Schweizer Demokratie, auch noch behindert haben, auch noch Abstands- und Maskenkontrollen durchgeführt haben. Abonniert die Ostschweiz von Stefan Milius, die Schweizer Zeit, die Weltwoche und entsprechende andere Zeitschriften, Magazine, auch in Deutschland und in Österreich. Übrigens, wenn ihr da auch Insider-Tipps habt, schreibt mir das, ich kann nicht alles kennen. Wir geben das sehr, sehr gerne weiter, auch für unsere deutschen und Schweizer und österreichischen kritischen Journalisten, selbstverständlich. Deabonniert die großkonzernigen Postillen der Mainstream-Medien mit ihren Prostituierten. Lasst sie ausbluten. Schaut kein TV mehr. Die Einschaltquoten sollen in den Keller fahren. Werdet kreativ beim Bezahlen der Rundfunkgebühren. Ihr wisst, was ich meine. Warum nicht wie beim Mietzins die Gebühren mal auf ein Sperrkonto überweisen, bis sich die Staatssender für eine ausgewogene, ausbalancierte und nicht nur in die Irre führende Berichterstattung entschieden haben. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland oder in Österreich übrig ist, wenn ein Mieter massiv unzufrieden ist mit dem Vermieter, dann kann er nicht einfach keine Miete mehr bezahlen. Er kann das auf ein Sperrkonto einzahlen und sagen, hey, Moment, jetzt, ich friere jetzt den dritten Winter, die Heizung ist immer noch nicht richtig repariert, solange ich nicht Raumtemperatur 20 Grad erreiche, bleibt das Geld auf einem Sperrkonto. So, ich weiß nicht, ob das in Österreich und auf Deutschland üblich ist. Mutiert, bitte, bitte, mutiert selbst zu Katalysatoren. Bringt uns, diejenigen, die hier den Kopf hinhalten, bringt uns bitte, bitte noch mehr zusammen. Die Strickers, die Köppels, die Seilers, die Pflugers, die Jepsens, die Nuovisos, die Gunnar Kaisers, die Clemens Arweis, die Punkt Preradovic, die Tamara Wernlis und wie sie alle heißen. Auch länderübergreifend natürlich. Wir können uns nicht immer alle, der Stricker und ich, überall anbieten und sagen, bitte, bitte kommt mal in unsere Sendung und so weiter. Ja, irgendwo hat man ja noch einen Schlusswerkstolz, aber vielleicht kennt jemanden und dann gibt es irgendwas, vielleicht hat jemand irgendeine Möglichkeit, mal einen Talk zu organisieren, bei dem 3-4 Leute dabei sitzen, die sich mal zu moderieren, was auch immer, die sich kritisch äußern und dann schauen wieder andere Leute diese Leute und die Kanäle vermehren sich und wir werden wie die Freunde der Verfassung zu einer ernstzunehmenden politischen Gegenwand, zu diesen erbärmlichen Medien, die uns ein Jahr lang nur das nachplappern, was uns die Regierungen sagen. Und dann kommt irgendwann mal so ein Artikel, und sagt, ja, hast du gesehen, die Neue Zürcher Zeitung, die ist halt eben schon kritisch. Und dann kommt irgend so ein Professor, das war auch eine Glory Voice, das hat mir jemand geschrieben, ja, aber hast du gesehen, 1500 Mal wurde Professor Vernazza wurde da zitiert. Ja, ein Zitat ist noch gar nicht, man muss dann immer schauen. Was sind da für Adjektive dabei? Nicht bei Professor Vernazza zum Beispiel. Ja, dieser umstrittene Virologe, dieser eigensinnige Virologe, immer solche Adjektive. Nur mit einem Adjektiv ist dieser Mann, es ist nicht nur er, es sind wir alle, sofort stigmatisiert. Und das sagt dann so ein Medienprofessor. Ja, ja, die Staatsmedien und die Mainstream-Medien, die berichten ja ausgewogen. Ja. Schissenbach ist auch eine Stadt, sagt man in der Schweiz, oder? Viertens, Information, informiert euch auch medizinisch und juristisch, auch außerhalb des Mainstream. Was tut euch gut?
auch präventiv und was tut euch nicht so gut? Was könnte euch nicht so gut tun? Mehr kann ich an dieser Stelle nicht sagen. Engagiert auch kompetente Leute für Infos oder Vorträge. Zum Beispiel Dr. Med. Simon Feldhaus, hervorragender Mediziner, der durchschaut auch sehr vieles, das läuft, wo ich da jetzt auch nicht darüber sprechen kann, oder? Vielleicht kann man auch mal Pietro Vernazza für ein Referat gewinnen oder Philipp Kruse, ein wunderbarer Jurist. Aber bitte nochmals, zerrt nicht allen an diesem lieben Philipp herum. Der ist selbstständiger Anwalt, der will auch mal eine Rechnung stellen, muss eine Familie ernähren. Meine Wenigkeit kann man auch engagieren. Bedenkt aber immer auch, dass wir auch nicht von Luft und Liebe leben, sondern als Selbstständige keinen Lohn haben. Professor Vernazza als Chefarzt Infektiologie des Kantonsspitals St. Gallen selbstverständlich natürlich schon. Also ihr seht, wir sind nicht einfach machtlos, aber wir müssen moving our ass und wir müssen schauen, dass wir nicht gegeneinander, die noch kritisch sind, und ich habe doch den Eindruck, die Bevölkerung hat es langsam da, auch wenn sie noch nicht alle den Kopf zum Fenster rausstrecken. Sie sind tatsächlich in einer Corona-Fatigue drin, sie sind Corona-müde. Und diejenigen, die nicht lebensmüde sind, die wollen ja irgendwann auch wieder zu einem Leben zurückkehren, das vielleicht Masken- und Impfnachweis befreit ist. Weil noch einmal, die Lage ist jetzt wirklich einfach so, dass man wieder zu diesem Leben zurückgehen kann, bevor dann alles kaputt ist. Und da meine ich nicht nur die Wirtschaft, sondern auch der Mensch in seiner tiefsten inneren und seelischen Struktur. Und diese Tatsache, die wird vor lauter Wirtschaft und Restaurant eben manchmal mit den Füßen getreten. In diesem Sinne, united we stand, divided we fall. Nie hat dieses Bild besser gepasst als nach meiner jetzigen fast biblisch-monumentalen Moralpredigt. Ich entschuldige mich dafür in aller Form, aber ihr merkt, so langsam beginnt es mir, den Bärsehut zu heben, den ich Gott sei Dank nicht habe und nicht trage. Ich habe echt die Schnauze voll, wie die Regierung mit uns umgeht. Und ich meine jetzt gar nicht wirklich viele Chefbeamte, die Gott sei Dank noch einen guten Job machen und dieses Land am Laufen lassen, weil was von weiter oben kommt, das ist also wirklich einfach nur noch, es gibt einen schönen Schweizer Ausdruck, Rüsimüsi. Das ist so fast wie Kuchikästli. Das ist einfach pitoyable und bedenklich und erbärmlich. In diesem Sinne, ich sage es jetzt, weil jetzt passt es, wir sind das Volk. Und das Volk ist der Souverän. Der Souverän wählt seine Volksvertreter. Aber wenn die uns im Stich lassen, dann müssen wir zu den Volksrechten kommen. Wir haben Erfolge gehabt mit den Referenten. Auch jetzt die Volksabstimmungen haben dem Bundesrat die Resultate außer den Vertretern einer Partei überhaupt nicht in den Kram gepasst. Und man sagt ja, die Schadenfreude ist eine schöne Freude, aber viel Grund zur Freude hatten wir nicht. Und die dürfen wir jetzt auch ein bisschen auskosten. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, werdet zu Katalysatoren, verbindet uns. Das macht uns stark, das macht uns nicht den Einzelnen stark, sondern das macht uns in dieser kritischen Bewegung stärker. In diesem Sinne, abonnieren, teilen, die Glocke nicht vergessen, dann werdet ihr informiert. Und thumbs up, auch die Likes helfen für Empfehlungen. Also, Amandla Avetu, macht's gut! Bleibt uns gewogen und genießt den Frühling ante portas. Salut zusammen!